wenn wir jetzt alle schon mal da sind, würde ich sagen, wir fangen an zu recappen. Hi. Sonst fangen wir um nach Mitternacht erst an und dann wird es eine kurze Session. Guck mal, wie wir das können. Recap zeigen, Nang war ja nicht da. Wer möchte, wer will. Wer hat noch nicht? Nö. Nö? Alex möchte. Ich könnte, ja. Uff, warte, dann muss ich erstmal das Lied ein bisschen leiser machen. Okay, also, ich meine, wir hatten ja in der vorletzten Session, ist ja die ganze Action mit dem König, der jetzt nicht mehr so ganz unter uns weit abgegangen. Und wir sind ja dann woke gegangen und die letzte Session hat angefangen in so einer Hütte, so einem Fluchthaus quasi, wo uns May hingeführt hat. Wer ist May? Also Abel. Oh ja. Genau, und uns Abel hingeführt hat. Und ja, da sind wir dann aufgewacht mit der Sophia, haben uns da so ein bisschen fertig gemacht, ein bisschen gequatscht am Lagerfeuer und sind dann aufgebrochen. Und Sophia hat uns in das nächstgelegene Dorf quasi geführt. Und da sind wir dann hingekommen. Und bei dem Dorf war so ein bisschen das Ding, das war so, das wurde scheinbar auf irgendwelchen Ruinen erbaut, die da gefunden hatten. Und mit irgendwelchen komischen Kristallen, die da überall rumstehen und halb zerfallenen Häusern. Und die Hauptbewohner von dem Dorf waren so Demis scheinbar. Und das waren so, ja, so Beast-Menschen scheinbar. Furries. Also Tiermenschen. Furries, ja. Im Fachjargon. Und genau, bei denen war halt das Besondere, die waren halt irgendwie alle noch unterstes Level schon. Und halt ganz klein. Die Erde ist rund. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir nur. Ich glaube, in-game hatten wir nicht die Information, warum die klein sind, oder? Oder wurde uns das gesagt? Doch, wurde euch gesagt. Okay, also genau, uns wurde halt gesagt, dass Demis halt auch, ne, wachsen und alles, wenn die stärker werden. Ich meine, wir wissen ja, was das Konzept von Leveln ist, aber genau, im Endeffekt sind die halt noch ganz klein, weil die alle Level 1 sind, obwohl die nicht alle Scheiße, Kinder sind. Und leben da halt, und das Dorf galt halt nach außen hin so als das freundlichste Dorf für diese Demis, weil die halt so allgemein eher in der Menschenzivilisation versklavt werden und alles. Und da soll das halt scheinbar so eine Idylle sein für die, wo die halt alle dann hinwollen, um so ein bisschen Freiheit zu leben. Leute, mit oder ohne Bart? Und das war dann erstmal, sagten wir so, voll cool, ne? Haben da auch den Lord der Stadt kennengelernt, den Herrn... Was ist jetzt wohl der Filter? Kreanus, der uns halt so ein bisschen erzählt hat über die Stadt und auch total... gespannt war, über die Helden der Waffen was zu erfahren. Ich mach und ja, hat dann auch uns zum Abendessen eingeladen und davor konnten wir uns noch so ein bisschen die Stadt angucken. Oder nee, genau, nach dem Abendessen konnten wir uns dann so ein bisschen die Stadt angucken. Und ja, da sind wir dann, als wir eigentlich zum Schmied wollten, glaube ich, wurden wir von einem Demi so ein bisschen in so eine Gasse reingeführt, beziehungsweise Rodin und Nefertiri, glaube ich, wurden in die Gasse geholt. Und mal 5 Minuten wurden die beiden wurden dann von dem Demi aufgefordert, ihn in seinem Zuhause aufzusuchen, weil er halt so einen Notfall hat und unsere Hilfe braucht und verzweifelt ist und alles. Und da sind wir dann auch die Hälfte unserer Gruppe hingegangen zu dem. Und da hat er uns dann halt erzählt, dass das, ne, die ganze Stadt zwar nach außen hin so ein bisschen idyllisch wirkt, aber in Wirklichkeit halt scheinbar regelmäßig Einwohner verschwinden und sie keiner weiß, wo die sind, und der Demi war halt verzweifelt und hat auch vor allem seine Familie vermisst und wollte halt, dass wir die in dem Schloss oder in dem Turm, glaube ich, war das, von diesem Preanus halt wiederfinden. Ja, und das haben wir dann halt auch versucht. Ich glaube, die andere Hälfte der Gruppe war jetzt beim Schmied, aber genau, da hat sich dann auch mal so ein bisschen als, das war generell so immer so ein bisschen, sobald der Lord, der Preanus, so ein bisschen ins Spiel kam, wurden die Demis halt immer so ein bisschen ängstlicher und alles. Und dann sind wir halt geschlossen als Gruppe zu dem Turm und hatten da auch dann so ein bisschen mit den Wachen da quatschen können. Das war auch scheinbar, ich glaube, die einzigen Nicht-Demis waren halt dann so Wachen und quasi die Leute, die wirklich direkt für den Preanus arbeiten. Soweit ich das noch mit in Erinnerung hatte. Genau, und von der Wache haben wir dann halt auch erfahren, keine Ahnung, es gab halt ein Verlies im Schloss und die Wache hat uns gesagt, dass dieser Preanus scheinbar auch in sexueller Hinsicht eine Vorliebe für diese Demis hat. Und ja, da haben wir uns halt aufgemacht und dachten uns erstmal, ja gut, am besten untersuchen wir als erstes den Kerker, sind dann da auch nach unten. Wir durften uns scheinbar frei in dem Schloss bewegen. Ich schätze mal, die Wache wusste auch nicht, was sich unten im Kerker befindet. Und da hat der gute Abel dann einen Geheimgang gefunden, durch den wir dann halt weiter konnten. Und dann sind wir so ein bisschen in so eine Art Dungeon quasi unter diesem Turm gekommen.
Genau, und da mussten wir uns dann halt erstmal so ein bisschen durch so, ja, durch so Gewölbe mit motrigem Blutgeschmack durchbewegen. War scheinbar alles überhaupt kein schöner Anblick. Wir haben auch viele Leiche von solchen Demi-Kreaturen gefunden. Ajo. Und. Stimmt, Alter, der Dungeon, oh, ja, Alter. Ja, der Dungeon. Ja, und wir haben auch. Wir haben auch zwei hübsche Monster gefunden, gegen die wir gekämpft haben. Und da hat sich halt rausgestellt, als wir unseren Magical Eye-Blick gemacht haben, dass das scheinbar selber, also laut Name, Demis waren, nur halt irgendwie durch irgendwelche Experimente, Rituale, was auch immer, so verzerrt, dass sie halt nicht mehr bei Bewusstsein waren. Wir dann so gesehen gezwungen waren, sie umzubringen und sie an der Wand zu zerquetschen. Sad me. Ja, war alles halt nicht so geil für alle, denke ich, so ein bisschen auf den Magen geschlagen oder auch aufs Gemüt und alles. Und irgendwie haben wir uns halt durchgekämpft durch diese Art Dungeon. Kamen auch zu so einem Loch, wo viele von diesen Demis halt tot einfach reingeworfen wurden, so eine Abfallgrube quasi. Wo wir einen Demi noch raus retten konnten. Und den Namen haben wir noch nicht erfahren, glaube ich. Offiziell, stimmt. Genau, den Namen hatten wir nicht. Also, ne, so ein, ja, ein kleines Mädchen konnten wir da halt raus retten. Was unsere Maid, die Sophia, gerade am Tragen ist. Und dann sind wir halt weitergegangen, um den Dungeon weiter zu erkunden. Und sind da dann auf den Lord Priyanus mit einer seiner quasi, seiner besten Kreatur, seinem besten Werk so gesehen gestoßen. Ein weiterer Demi, der halt irgendwie so transformiert wurde, dass er halt jetzt komplett loyal war. So eine Art Tigermensch war das, glaube ich, mit zwei Klingen, der dann angefangen hat, gegen uns zu kämpfen. Und der war stark, aber nicht so stark wie wir. Aber leider ist Priyanus in der Zeit entkommen und hat sich so ein bisschen verbarrikadiert. Sehe ich genau. Löwenmensch, ja, Löwenmensch war das, ja. Mhm. Ja, war ein heftiger Fight. Ich glaube, ich bin auch fast gestorben, ehrlich gesagt. Das war relativ close. Aber wir haben es irgendwie geschafft, ihn zu besiegen. In der Krypta. Genau, ich glaube, wir haben irgendwie so neben so einem Sarkophag oder sowas gekämpft. Warum war das ein Löwenmensch? Ich war richtig offended. Diego hieß er, glaube ich, oder? Diego. Leon hieß er. Leon. Macht Sinn bei einem Löwe, ja. Macht Sinn. Naja, genau, und nach dem Kampf hatten wir dann auch aufgehört. Und ja, wir hatten so ein bisschen halt, genau, wir hatten nach dem Kampf aufgehört und ja, wir wollten halt das Mädchen nach oben bringen. Wir wollten halt irgendwie gucken, dass wir diese Demis retten können, in die Freiheit bringen können. Und wollten halt noch den Priyanus zur Rede stellen, der sich ja verpisst hat. Mhm. Genau. Ach ja, und Abel ist so ein bisschen woke gegangen, hat irgendwelche Kisten gelootet und sich dann verzogen. Das Stück. Das ist ja nicht. Also, der ist unsichtbar im Kampf gegangen. Naja, okay, das stimmt. Er ist in der Kampf unsichtbar gegangen. Und wo der jetzt genau ist, wisst ihr eigentlich nicht. Naja, genau. Wobei er kam ja sogar erst wieder und hat uns ja am Ende sogar. Genau, noch der hat gegeben. Euch sogar noch. Also, eigentlich großzügiger Abel hat uns ja sogar noch Stuff gegeben. Der Gute. Also, ihr könnt gerne in Roll20 schon mal dann rein. Hi. Roll20. Roll20.net. Rollen Sie die 20. Genau. Das ist das, was eigentlich passiert ist. Nagen, hast du da noch irgendwelche Fragen oder so? Oder Nagen hat eh nicht so gehört. Also, so wirklich Fragen jetzt nicht so stark. Also, ist das jetzt ein komplett neues Königreich, was direkt nebenan war oder was? Also? Nee. Achso, da könnt ihr vielleicht noch, Alex und Wills, ihr habt ja ein bisschen herausgefunden über die Stadt, ne? Das hast du eigentlich nicht thematisiert. Über das Dorf, die Stadt. Ja, also ich kann auch sein, dass ich noch was nicht mehr in Erinnerung habe. Also, hier, was fällt über ich das? Ich zeige euch auch schon mal die Stadt nochmal, vielleicht erinnerst du dich dann auch dann ein bisschen mehr. Ja. Das ist die Stadt. Also. Crossfire heißt die Stadt, by the way. Crossfire. Ja. Ah. Ich muss gerade erstmal auf Portrait reinkommen. Ich weiß gerade auch noch nicht mein Passwort vorne. Ah, wait. Keine Ahnung. Ja, also, genau, also ich meine. Ich dachte eigentlich, ich überlege gerade, dass ich die Sachen gesagt habe. Also, was ich ja schon gesagt hatte, war eben, ne, Demis sind so die Hauptpopulation und das gilt so ein bisschen als dieser Free Haven. Warte, wie hieß für Demis. Crossfire, steht aber auch auf World 20. Okay. Genau, und was halt über die Stadt an sich, die wurde halt auf solchen Ruinen gebaut, die vorher gefunden hatten. Deswegen sind da die Häuser auch alle so ein bisschen hinüber.
Und da sind halt überall diese blauen Kristalle. Und ich glaube, als wir mit denen interagiert hatten, was wir so ein bisschen rausgefunden hatten, ist, dass wir irgendwie, ich weiß nicht mehr, wir hatten irgendeine Präsenz gespürt, so seelenmäßig oder sowas, aber ich weiß nicht mehr, was genau das war. Auf jeden Fall hat es nicht irgendwas. Es war nur so ein bisschen so ein Kribbeln halt. Also ihr wisst, dass die Kristalle entstanden sind als Rücklass von der Magie, die eigentlich da stattgefunden hat. Weil das war ja ein Schlachtort vor 500 Jahren von den anderen Helden der Waffen. Von den letzten Helden der Waffen vor euch. Ne? Und das war einer der Schlachtplätze, wo eine Dämonenwelle gespawnt ist. Und diese Kristalle sind quasi Überbleibsel der Magie, die sich da einfach materialisiert hat, sozusagen. Right. Ja, okay. Stimmt, und deswegen sind da auch sehr, stimmt, was wir noch gefunden hatten, waren halt auch viele Statuen von halt Waffenhelden. Genau. So ein bisschen so zur Ehre von uns. Ehre. Und weil wir so toll sind. Ihr wisst noch, dass der Graf selber diese Stadt auch erbaut hat, tatsächlich. Ne? In jungen Jahren hat er das gefunden quasi und hat sich dann dort niedergelassen als Händler ursprünglich und hat dann diese Stadt drumherum gebaut. Um die Kristalle. Also für ihn war es auch ja sehr wichtig, dass die Kristalle und die Statuen und so auch nicht angefasst werden, ne? Sondern dass drumherum gebaut wird. Deshalb sieht das auch teilweise aus, als ob das eine Ruinenstadt ist, aber ist es eigentlich nicht. Es sind halt nur die Teile, die nicht angefasst werden, sozusagen. War nicht einer von uns so, lass mal Kristalle stehlen? Ich glaube, das war die Kauti, die da mal Kauti. Weil ihre Edelsteine selber nach Schmutz aussehen, laut. Ne? Ja, das hat mich tief getroffen und jetzt brauche ich noch einen Schmuck. Genau. Okay, dann mache ich mal schon mal die Musik okay, an. Warte, wir sind dann jetzt Level 3, ne? Ihr seid jetzt Level 3. Das ist ja. Yes. Oh, mein neuer Skill ist so geil! Ja, gestern noch davon. Gestern oder heute noch meinem Arbeitskollegen erzählt, was mein neuer Skill ist. Nice. Roll 20, genau. Ich kann auch Nang schon mal zeigen, weil dort starten wir auch. Ihr seid ja letztendlich noch in dem Dungeon. Wir hatten ja da aufgehört. Das müsste das hier sein, genau. Oh, schön. Genau. Dort ist auch Leichen. Oh shit. Leichen. Ja. Ne, falls ihr euch erinnert, ich mache ein bisschen schon mal die Musik wieder an. Ist das da unten ein Sarg? Also. Das wissen wir, glaube ich, noch nicht. Achso, okay. Also, ihr habt letztendlich da jetzt gekämpft, in diesem Raum, wo diese zwei Statuen der Helden sind. Ah, okay. Das wisst ihr, dass es auch zwei Statuen sind. Und ich ping das mal. Der Graf ist hier abgehauen. Und das hier ist ein Fallgitter dann quasi runtergefallen. Und der Graf ist hierhin abgehauen. Was letztendlich hier ist, habt ihr euch noch nicht wirklich, also allgemein in diesem Raum habt ihr euch noch nicht umgeguckt. Der Löwenmensch, der Leon, der ist tatsächlich tot. Nope. Den habt ihr getötet. Hier war der Pit, wo ihr, ich kann sie nochmal bewegen. Hier, ne? Hier ist euer NPC, den ihr mitgenommen habt. Das, den habt ihr hier in diesem Pit gefunden, wo Abel die halt dann gerettet hat, geborgen hat. Ja. Bitte? Nee, schon okay. Erzähl weiter. Okay. Genau. Um dann nochmal, Nang, das nochmal ein bisschen zu verbildlichen. Also man ist von hier aus reingekommen, aus dem Weinkeller raus, in diesen Dungeon. Und hier haben die in diesen Räumen, haben die halt gegen zwei verwandelte Demis gekämpft. Einer, der so eine Affen-ähnliche Gestalt war und der andere war eine Echsen-ähnliche Gestalt. Echsen war das, richtig? Naja, es war Echsenaffe, ja. Genau. Und hier gab es halt so eine Art Laboratorium mit einem Experiment, wo die auch Bücher gefunden haben und ich glaube sogar, dass sie ein Buch mitgenommen haben, aber die wissen nicht genau, was diese Experimente waren und wofür die jetzt letztendlich gut waren. Und ja, hier war zugeschüttet. Hier kam man nicht durch, tatsächlich. Wo war zugeschüttet? Da. Ja. Und dann sind die halt hier runter, haben den NPC gerettet und dann hier gegen Leon gekämpft. In der Zwischenzeit hat Abel hier rein, hat quasi den Schlafplatz von Leon gefunden, so sein kleines Zimmer sozusagen, weil er hat anscheinend hier unten gelebt und hat da alles gelootet, ist zu euch zurück, kann ich auch schon mal bewegen, hat euch auch Gold gegeben, falls ihr euch erinnert, hat er euch ja dann etwas Gold gegeben. Ich weiß nicht, ob der sonst euch Items gegeben hat.
Das habe ich nicht mehr im Kopf. Mir hat er einen Heiltrank gegeben, den ich auch aber getrunken habe direkt dementsprechend. Okay. Deswegen bin ich nicht mehr fast tot. Und ja, dort starten wir. Ihr seid in dem Dungeon und Leon ist besiegt. Komme ich noch irgendwie zu euch, oder? Und du bist die ganze Zeit schon da. Ich zieh dich jetzt rein, warte. Okay. Du bist also quasi die ganze Zeit dabei gewesen, als Passive. Okay. Wie ist das, wenn wir Leben geskillt haben? Kriegen wir jetzt dann das Leben dazu, ne? Und das meiner? Ich wollte nur kurz was zu trinken. Ja, genau. Also ihr könnt dann bitte euer Leben und euer Mana, das Maximum, ich glaube, das könnt ihr auch selber ändern, neu eintragen, ne, eure Stats. Ja. Ja. Können wir, ja. Wait, ich habe 2 auf Leben geskillt, das sind 4 Leben, ne, den ich ja kriege? Ja. Genau. Oha. Larry wird tanky. Das ist gut. Da kannst du jetzt, ich meine, du tankst ja sowieso ab. Tanken, Alter. Sieht's aus, was würde ich tanken? Bei den Banditen halt haben. Unsere Sachen wurden aber nicht voll jetzt gefüllt, ne? Also nee. Ich glaube nur das, was wir dazu kriegen. Genau. Momento. Uff, jetzt habe ich super viel Leben. Also ich wusste nicht, wie ich scannen sollte. Holy shit. Wie viel Leben hast du? 25. Tschüss! Scheiß auf dich. Larry, du hast dein Maximum über. Dein Maximum quasi erhöht. Wenn du 10 Leben hast, musst du auch bei 10 eintragen. Du hast jetzt gerade 10 von 8 sozusagen. Ah, Moment. Achso, yes. Ich hab 10 von 10. Genau, Abel muss, glaube ich, auch noch skillen. Der hat auch noch nicht geskillt. Erinnert gleich mal May dran, wenn sie kommt. Nefertiri, du hast auch schon verteilt. Ja. Soll ich dir meinen Bogen nochmal schicken? Oder? Ja, alles gut. Könnt ihr alles in die Gruppe, ne? Alles, was Bogen angeht, haben wir ja gesagt, einfach in die Gruppe schicken. Ja. Müsst ihr mir nicht privat schicken. Achso, ja, weil auf meinem steht ja auch noch meine Skills drauf. Mhm. Egal. Achso, dann wissen die anderen ja schon, was du für ein Skill kriegst. Nope. Ja, deswegen dann, also wie gesagt, ihr müsst die noch nicht schicken. Ich kann die auch erst später reinschicken, wenn ich erstmal den Skill gecastet habe. Mhm. Alright. Wenn ihr das eingetragen habt, da ist die Nang dick auf Mana gegangen. Sehr gut. Finde ich gut. Ist so, Mann. Wir haben letztens nicht gestruggelt ohne dich, Nang, Alter. Ich hätte Powerplayen sollen und nicht einen Heiltrank nehmen. Nein. Mister, wo ist der Nang, wenn man sie braucht? Ich habe ein Buch eingepackt, sehe ich gerade, aus dem Kerker. Ich glaube, du warst, dass dir das Buch mitgenommen hat für die von den Experimenten von ihnen, die Aufzeichnungen. Die habe ich noch nicht gelesen, richtig? Doch, aber die hast du nicht. Genau, ihr habt die nicht verstanden, was er jetzt da genau. Richtig Schlaganfall gehabt beim Lesen. So richtig also, falsch rumgehalten. Ihr habt einfach die Formeln und was erklärt wurde und so nicht verstanden, was da stand. Also, nope. Okay. Und wie gesagt, hier ist gerade eine Tür immer noch zu, ne? Dieses Fallgitter. Leon liegt hier tot. Auf dem Boden. Ah ja, stimmt. Und Abel hat ja auch einen der Dolche von ihm eingespeist, ne? Der hat jetzt den Dolch von Leon quasi. Right. Das hattest du mitbekommen aber schon, ne, Nang, ne? Dass ihr, wenn ihr vom gleichen Typ Waffen was findet, die quasi einspeisen könnt, ne? Ja, okay. Hatten wir die Leiche von Leon untersucht gehabt? Ja. Okay. Aber wir haben den Raum noch nicht erkundet. Hier denn. Ihr habt den Raum noch nicht wirklich erkundet. Also beziehungsweise ihr habt euch ja die 2 Statuen schon angeguckt. Aber das hier hinten habt ihr euch noch nicht wirklich geguckt. Nein. Und ja, dort starten wir wieder. Ihr habt gerade Leon besiegt. Langsam geht euer Puls ein bisschen runter. Adrenalin lässt ein bisschen nach. Und ihr beruhigt euch ein bisschen. Sofern es halt möglich ist. Es ist immer noch dieser unangenehme Geruch in der Luft. Und langsam habt ihr auch ein bisschen die Schnauze voll, hier drin zu sein. Und dort starten wir. Ja. What you want to do? Ich würde mir gerne mal den Sarg angucken, muss ich sagen. Mhm. Also, Also auf die Entfernung, wo ich jetzt stehe, ist das auch möglich? Ja, ist okay. Tatsächlich,
du hast keine Geschichte oder so, ne? Geskillt oder so, ne? Als Wissen, ne? Tatsächlich kannst du aber mal einen Social-Skill-Wurf machen, wenn du möchtest. Das heißt, wenn ich da nichts reingeskillt habe, kann ich trotzdem einfach mit einem 20. Genau, du kannst trotzdem drauf würfeln, genau. Die einzigen Sachen, wo ihr nicht drauf würfeln könnt, wenn ihr nicht drauf geskillt habt, sind Wissenstalente und magisches Verständnis. Okay. Also magisches Verständnis. 16. 16. Okay, also der sagt es schon. Kampf gewonnen. Ja. Der Sarg an sich ist schon sehr, sehr alt. Du siehst halt, dass das eine schwere Betonplatte auch drauf auf den Sarg nochmal selber liegt, so als Ornament, wie man das zum Beispiel so von Heiligen in Kirchen kennt oder so. Und es sind zwar überall Spinnenweben auch und man sieht halt, dass da auch länger nichts dran war, aber wenn du ein bisschen näher gehst und dir das so ein bisschen so, dir diese Platte ein bisschen anguckst, fällt dir auf, dass das ein Sarg ist, wo vermeintlich gesehen ein Held drin liegen soll. What? Ein Held der Waffen von vergangener Zeit. Und du erkennst halt, der liegt, also diese Platte, die zeigt diesen Helden in Rüstung und du siehst, dass seine Waffe, also der hat dann die Waffe so quasi auf der Brust drauf, eine zweihändige Axt ist. Oha. Kann man. Das sieht jetzt trotzdem so aus, als wäre es noch nicht irgendwie disturbed worden. So. Die Zeit hat schon ein bisschen an dieser Steinplatte ein bisschen genagt, so dass man eigentlich wäre es eine sehr, sehr fein und detailreiche Karikatur sogar von dem gewesen und von dem Helden. Aber du merkst halt, dass die Gesichtszüge schon so ein bisschen verschwommen sind vom Stein und abgenutzt sind. Also man erkennt nicht mehr genau, wie diese Person wohl möglich ausgesehen haben mag. Ah, okay, ich meinte eher in Richtung Grabräuber oder so. Ach so, nee, absolut nicht. Die ist komplett zu, sorry. Ich glaube, Rodin wollte was sagen. Sollen wir... Also. Sind da irgendwelche Inschriften? Ja, da sind Inschriften. Aber ob du die verstehst... Mach mal einen Intelligenz-Check. Ja, lass mich eben kurz mal einen Würfel ermitteln. Welchen ich nehme. Scheiß drauf. Ich nehme einfach mal erstmal den dicken hier. Intelligenz, schade, ist eine 8. Eine 8. Eine 8. Okay. Dann liest du, zumindestens kannst du, was du denkst, den Namen dieses ehemaligen Helden identifizieren, ja? Ja. Ja, chillig, chillig. Ja, tschüss, tschüss. Tschüss. Vielleicht kurz zum anderen. Und zwar steht das hier auf als. Wo hast du das hingeschrieben? In den Player-Chat von uns. Achso. Kananen Akanobu. Kann aber kein Ja oder so daraus erkennen. Nein. Okay. Ist das eine Sprache, die wir irgendwo hier schon mal gehört haben, eventuell? Also, dass wir einen Begriff davon schon mal gehört haben unterwegs in der Stadt? Der... Nee, habt ihr tatsächlich nicht. Aber der... der Rodin kann mal einen Social-Skill-Wurf machen. Yeah, das ist eine 19. Okay. Du, durch deine selber ja ein bisschen asiatischen Wurzeln kommt dir zumindest der Name sehr asiatisch vor, der Nachname. Und du könntest schon schätzen, dass es eventuell auch aus deiner Welt stammen könnte, der Name. Also es wäre realistisch, dass einer so in Asien heißen würde, auf jeden Fall. Ja, aber der klingt schon sehr altertümlich. Genau. So wie Gertrud, irgendwas. So nach nur halt im asiatischen Bereich. Nur Hals, ne? Genau. Genau. Also die Info hast du, falls du die mitteilen willst, Rudi. Die teile ich nicht mit. Okay. Für die anderen klingt der Name sehr komisch. Also ihr habt noch nie so einen Namen gehört. Es erscheint mir, ich glaube, lies es doch. Mir wurde auf meinen Reisen von einer orientalischen Frucht erzählt. Ich glaube, sie hieß die Kanane. Vielleicht ist das, was es sicher ist. Ja, lieber Philo,
Ich, mag sein. Das kommt wahrscheinlich eher aus meinem Raum, aber aus, das klingt sehr altertümlich, selbst aber das könnte aus eurem Zeitalter sein, aber aus meiner regionalen Ebene. Ganz kurz, by the way, ich habe meine Würfel erwürfelt und alle drei sind vom selben Set. Okay. Oh, shit. Nice. Ja. Mhm. Was macht ihr? Ich gucke in die Runde und frage, wollen wir hier nicht langsam mal raus? Das ist hier ein bisschen... Ne, rasten, volle Rast. Dreckig. Ich würde sagen, wir... ich würde gerne gucken, wohin... oder ist Abel wieder zurückgekommen zu uns? Abel ist ja wieder zurück zu euch gekommen, genau. Der hat euch ja das Gold und so gegeben und hat halt gesagt, dass hier der Schlafplatz von Leon quasi war, so wie so ein kleines Zimmer. Und da ist sonst nichts? Da ist sonst nichts. Ja. Habt ihr was von dem Loot bekommen, oder? Nee. Müsst ihr ja unter euch klären. Ich weiß nicht genau, wie Abel das gemacht hat. Abel hat halt Loot bekommen und ich glaube, der hat so der Gruppe halt einfach Gold gegeben, so nach dem Motto. Ja. Ich weiß nicht, wer wie was bekommen hat. War leider nicht so übrig. Der hatte jedem 200 Gold gegeben. Dann weiß ich ja, bin ich nicht mehr heilen soll. Gold. Ja, den Abel. Ich würde gerne sonst mal was nachgucken. Mhm. Was ist mit dem kleinen Mädchen? Also ich würde mir das angucken wollen. Ja, wollte ich gerade drauf eingehen. Ihr seht halt, wie Sophia halt das kleine Mädchen jetzt mittlerweile auf dem Boden gelegt hat und die so ein bisschen am Untersuchen ist. Und sie sagt auch zu euch, sie lebt zwar noch. Hallo! Hallo! Es geht Wie war die Prüfung? Besser als gedacht. Geil. Ey, das ist doch gut. Also bestanden. Das Wichtigste. Ist so. Ist so. Nice. So, sorry, das hat sich bei mir aufgehört. Besser als gedacht, aber ich bin so am Arsch, ey. Zieh den Kaffee, so spritze Heroin. Sehr am Start. Gib dir Mops die Magengrube. Die selber, so. So. Ja, wir haben bisher eigentlich nur Recap gemacht, May. Also noch ist nichts passiert. Alter, da streng ich mich schon an, so mäßig spät zu kommen und du kriegst trotzdem nicht auf die Reihe. Was ist denn da los? Hallo, wir haben extra auf dich gewartet, meinst du? Ja, war ich auch lieb. Olfi hat nur das Recap gemacht, das hat aber eine Stunde gedauert. Sophia, wie gesagt, hat den Demi auf den Boden gelegt und guckt euch auch ein bisschen sorgend an und sagt, sie ist zwar gerade nicht, also sie ist noch, sie lebt zwar noch, aber sie ist gerade bewusstlos und sie scheint sehr schwach zu sein. Sie ist dehydriert und braucht auf jeden Fall was zu essen und zu trinken. Und wir müssten wahrscheinlich einen Arzt oder sowas aufsuchen. Also wir sollten hier schleunigst raus. Kann ich versuchen, die irgendwie mit Medizin zu stabilisieren oder so wenigstens? Du kannst dir die zumindest mal, wenn du willst, mal angucken. Mach mal einen Medizinwurf, ja? Ja, 16, okay. Okay, du merkst halt vor allen Dingen, wenn du dir so, du guckst sie auch so ein bisschen an und untersuchst sie quasi ein bisschen und dir fällt auch auf jeden Fall auf, dass das, was am meisten so die Symptome sind, gerade sind, dass sie sehr stark dehydriert ist. Also die muss irgendwie an Wasser kommen, aber du weißt halt auch, dass jetzt es nicht unbedingt einfach bringt, dir jetzt einfach irgendwie Wasser reinzukippen und dadurch sind die Sachen halt erledigt. Also sie hat schon ein bisschen langfristige Folgen von der Dehydration, also da muss man schon ein bisschen behandeln wahrscheinlich. Mhm. Ja. Okay. Sophia sollte mit ihr nach oben gehen, auf dass sie möglichst bald gerettet werden kann. Und wir sollten hinter Lord Breanos her. Ich denke nicht, dass es weitere Opfer geben sollte. Und ich will nicht wissen, was er noch in diesen... Und dann wedel ich so mich rum. In diesen Gewölben versteckt hat. Was für arme Kreaturen er noch gefangen hat. Wir sollten helfen, wem wir helfen können.
kriegen wir denn die Tür auf, durch die er gegangen ist? Mit etwas Zeit würdet ihr die aufkriegen. Das ist halt ein Fallgitter mit einer Konstruktion. Ihr könnt versuchen, das kaputt zu machen und wirklich zu forcen. Ist es mechanisch? Es ist mechanisch, ja. Man könnte vielleicht herausfinden, wie man die anders aufkriegt. Ja, ja? Würde ich mir gerne angucken. Mhm. Du hast ja ein Wissenstalent als Erster. Korrekt. Und du könntest drauf würfeln, tatsächlich, ja. Ich nehme mir Zeit dabei, Spaß, Leute. Okay, ja, ich trete an das Fallgitter und guck mir das an, von wo eventuell Seile oder irgendwelche Zahnräder, irgendwelche Federn oder sowas. Und würde mir das angucken. Also zur Info, Rodin hat auf, wie hieß der Wissenstalent nochmal bei dir? Mechanik. Mechanik. Ne? Ich bin ja Klavierbauer. Mhm. Ah, und okay. Habe... Eine schöne leckere, Zahl. Habe... Hast du gesehen dann? Ja. Und, was ist es? 2. Jo. Ich hab insgesamt eine 3. Also. Also, ich guck mir das mal an. Also es gibt, du weißt, dass es mindestens einen Mechanismus geben sollte, der auch von eurer Seite aus die Tür öffnet. Wo oder wie der aussieht, hast du keine Ahnung von. Teile ich so mit und taste so die Wand ab. Ob da, ich bin so voll im Fantasy-Film. Dann denkst du, boah, hier ist irgendwie ein Zielstein, den ich reindrücken muss oder so. Mhm. Findest du aber nichts. Ja. Philo lehnt sich gegen den Speer. Nicht, weil er etwas machen will, sondern einfach nur, weil er ein bisschen ausruhen möchte sich. Okay. Passiert aber auch in der nichts. Ist da ein Seil irgendwo? Hm? Ist da ein Seil? Nö, du siehst kein Seil. Du siehst halt, du siehst halt, dass das irgendwie schon mit Zahnrädern und Federn funktioniert, aber wie gesagt, ihr könntet das auf jeden Fall, ist eine Option, das aufzubrechen. Mhm. Aber es würde halt ein bisschen was dauern. Wir hatten uns die Statuen schon angeguckt, oder? Mhm. Da gab es aber nicht irgendwie so einen Hebel oder keine Ahnung, eine Waffe, die man einfach so eventuell... Du kannst dir gerne mal die Statuen angucken, wenn du möchtest, Nefertiri. Mach mal du hast keinen... Ja, lass mich mal kurz gucken... was am sinnvollsten wäre, drauf zu würfeln. Mach mal ein Schätzen. Schätzen ist okay. Okay. Also da habe ich mein Wissenstalent. Guck mich so um und denk mir so, ah, die sind richtig groß, diese Figuren. Also ich check's einfach nicht. Ich kann anwagen. Also du, okay, du hast eine 1 gewürfelt. Also für dich hat du würdest gar nicht auf die Relation zusammenkommen, dass in den Statuen vielleicht irgendwas sein könnte, was Türen aufmachen kann. Das macht natürlich keinen Sinn. Ja, das ist zu... Also Statuen sind ja eigentlich nur als Darstellung da. Genau, genau. Also sehe ich gerade, dass Nefertiri sich die Statue anguckt? Also sie hat nur eigentlich nur kurz so rüber geguckt von da aus, wo die steht und dann auch direkt so mit dem Kopf genickt, so nach dem Motto, okay, das macht keinen Sinn, was ich gerade für einen Gedanken hatte, so nach dem Motto. Also in Pyramiden gab es das auch nicht. Gar nicht. Also so ein Stein so weggeschoben. So. Tschüss. Arisa, ihr habt doch Erfahrung damit, wie es ist, zu entkommen und zu fliehen. Wenn ich mich an eure Geschichte von eurer Vergangenheit erinnere. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie wir fortfahren könnten? Ja, es gibt da vielleicht bestimmt schon irgendwie... Möglichkeiten, durch sowas durchzukommen, aber ob dies auch hier in dieser Welt besteht, das kann ich leider nicht sagen. Mhm. Mach du auch mal einen Schätzenwurf, Arisa. Okay. Da ist die Mail. Mhm. Die sexy Hexi. Okay, also auch schätzen. Mhm. Ich hatte vorhin noch überlegt, dass du es ging. 18. Oh, 18. Ja. Okay, also wenn du anhand deiner Erfahrungswerte, die du aus deiner Heimat kennst, würdest du schätzen, dass wenn man einen versteckten Mechanismus einbringen könnte, um die Tür von innen auszumachen, dass tatsächlich einer der Waffen der Statuen wäre.
Ich guck mir die hintere Statue an. Aha. Also du hast einmal... ich ping mal kurz. Der hier ist ja der Held des Speers, ne? Mhm. Und der hier hat einen Bogen. Ich lehne gegen den Held des Sperrens. Ja, geh einfach. Also ich gehe erst zu dem einen hin, wenn da sich nichts bewegt, dann gehe ich zu dem anderen hin. Mhm. Okay. Ich nehme aber einfach mal den Bogenschützen erst. Okay, du inspizierst ein bisschen die Statue und versuchst irgendwie beim Abtasten einer Waffe oder so irgendwie an einen Mechanismus zu kommen. Tatsächlich entdeckst du aber an der Statue erstmal augenscheinlich nichts. Okay. Und wenn ich anfasse? Ja genau, also du fasst sie halt so ein bisschen an, versuchst halt irgendwie zu bewegen auch, ob sich irgendwas tut oder so, aber du entdeckst bei dem tatsächlich nicht. Und beim anderen? Und du gehst auch zum anderen und auch da entdeckst du nichts. Mhm. Dann gehe ich zu dem Sarg. Mhm. Okay. Als du den Sarg ein bisschen näher inspizierst, fällt dir auf, dass da, wo die Axt ist, der Knauf quasi der Axt, irgendwie ein bisschen wie so eine Kerbe locker. Ist. Ein bisschen locker, genau. Und du kannst quasi den Knauf der Axt kannst du einmal drehen. Und du machst so eine kleine Drehbewegung und dann hörst du tatsächlich so einen Klick. Und dann hört man so ein Rastern von Ketten und so. What? Und das Pfeilgitter geht wieder auf, tatsächlich. Das Ganze hat euch dennoch, also Arisa hat natürlich die Idee, das Ganze hat euch aber dennoch so um die 20 Minuten gekostet, ja? Hm. Und die Mädels müssen am besten auch noch nach oben, aber ich bin mir nicht sicher, ob die gefahrlos nach oben gehen können. Weil wer weiß, was hier noch alles rumschwirrt. Ich würde auch sagen, wir sollten zusammen hochgehen durch den Gang. Wir sollten auf jeden Fall eskortieren. Und Lede, Alter. Ich lade meine Armbrust nach. Lede. Lede. Also die Tür ist jetzt offen, richtig? Die Tür hier ist offen. Abel, by the way, ne, du kannst ganz normal reden, ne? Du bist ganz normal in der Gruppe. Denk dran, falls du es noch nicht gemacht hast, die 5 Skillpunkte zu verteilen, ne? Von dem Level up. Und dann kannst du gerne an deinem Token das korrigieren, ne? Dein Leben und dein Mana. Du hast ja gerade 10 Leben und 5 und 10 Mana. Ich weiß nicht, ob du da dran was geändert hast. Dann einfach den Wert ändern. Ja, mache ich gleich. Okay. So. Sorry, die Tür ist aufgegangen. Kauti, was sagst du? Du wolltest da rein? Okay, ich wollte nur fragen, ob es jetzt also offen ist. So. Ja. Okay. Das Fallgitter ist nach oben gezogen und der Durchgang ist offen. Trägt Sophia jetzt eigentlich das Kind? Oder? Sophia trägt das Kind, ja. Okay, ja, dann würde ich halt die Gruppe angucken und würde halt fragen. Möchte irgendwer vorgehen, ansonsten kann ich das übernehmen. Ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn du vorgehen würdest. Ja, würde ich halt wahrscheinlich vorgehen, mit meinem Schwert halt gezogen. Mhm, okay. Das ist ein kleiner Kriechgang sozusagen, der wieder ein bisschen an Höhe gewinnt, also ein bisschen rauf geht. Und du kommst dann letztendlich an so einen kleinen Raum an, wo wie so eine Holzleiter einfach gerade nach oben geht. Und du siehst irgendwo auf so 20 Metern Höhe ungefähr tatsächlich so eine Falltür, die halt geschlossen ist. Wenn die Leute noch nachgezogen sind, würde ich wahrscheinlich kurz hier wieder zurückgehen und würde sagen, ich habe eine Leiter gefunden. Hier geht's nach oben. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal kurz gucken, ob die Luft rein ist. Und dann, wenn die Luft rein ist, gehen wir raus. Wir sollten auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich meine, es könnte sein, dass sie das schon umstellt haben oder sonstiges. Ja, deswegen gucken wir nur kurz rein. Und wenn da was ist, machen wir wieder die Tür zu. Es ist nichts passiert. Sophia, ihr habt uns vor dem Kampf
wahrlich gesegnet. So sagt mir, könnt ihr dies aufs Neue tun? Ich müsste dafür ein bisschen ausruhen oder einen Mana-Trank zu mir nehmen, damit ich das nochmal machen könnte. Rein theoretisch kann ich euch auch segnen. Mit der Kraft von Ra. Die zwar gerade nicht hier bei uns weilt, aber ich habe Kraft für uns alle. Auch er ist immer da. Krass, Madame. Sophia nickt auch ein bisschen zustimmend und sagt, ich glaube, meine Magie ist bei weitem nicht so groß wie die der Heldin des Weißen Buches. Sie sollte da euch mehr helfen können, falls ihr da Hilfe braucht. Ja, ist das jetzt ein Ja oder ist das jetzt ein Ja? Ich weiß nicht, was der Philo vorhatte. Ja, weiß ich auch nicht. So. Wow. So ist doch eure Kameradschaft schon Segen genug. Aber dennoch, wenn ihr uns in den folgenden Aufeinandertreffen mit Breanus stärken könnt, so würde ich dazu nicht Nein sagen. Mit der Kraft der Götter aus Ägypten kann ich euch einen Segen, der euch ein Schild gibt, überreichen. Mit Blessing of the Book. Machst du das? Oder ja, wenn alle damit einverstanden sind, dann ja. Was heißt, die müssen halt nicht damit einverstanden sein? Also ja, machst doch, du den Skill, oder? Richtig. Ja, da aktiviert also der erste Held seinen neuen Skill. Oha. Ja, Blessing of the Book, oh. So heißt das. Und ihr seht, wie das Buch so um die 1,5 Meter über Arisa steigt und sich dann öffnet und anfängt zu blättern und wie so ganz feine Lichtfäden alle von euch berühren. Und ja, der Skill besagt, dass ihr jetzt alle ein Schild kriegt von Arisa. Ja, einen Moment, ich muss gucken. Zwei. Zwei? Geil. Und des Weiteren kriegt ihr noch einen kleinen Buff, denn euer nächster Wurf, egal welcher das ist, kriegt ihr einen +1-Bonus. Auf Treffen? Egal, was ihr als nächstes würfelt. Ach der so. Nächste Wurf von euch der ist der nächste +1. Wurf +1. Insane. Egal, was es ist. Nein. Tschüss. War das 10 aber Mana gerade, oder was? Das waren 7 Mana, die sich Arisa dafür freischalten konnte. Okay. Ja. Wollte also, sagen. Wenn 7 Mana. Sagt, so. Ja. Wenn sie das sagt, würde ich auch so die Hände heben. Bismillahirrahmanirrahim. Muss das Buch des Horus sein. Wahrlich ja. Beeindruckend. Es ist, als hätte man gerade einen Berg erklimmt. Wie fühlt sich das an? Kräftig fühlen. Also eher so wie eine warme Umarmung. Geil. Oh. Oh. Vielleicht auch nicht wie ein Berg, den man erklimmt hat. Richtig am Craven, Alter. ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich dann voranschreiten. Kauti ist ja immer noch vorne dran. Würdest du auch als erstes die Leiter hochgehen, Kauti? Ich denke schon. Ich halte am meisten von allen aus. Deswegen. Dann darfst du mal eine Athletikprobe machen oder eine Akrobatik. Das ist dann dir überlassen. Mit 12. Schade. Okay, du brauchst zwar ein bisschen, vor allen Dingen mit dem Schwert halt, du kannst das Schwert nicht gezogen halten. Du musst das halt wieder einstecken, weil sonst kommst du diese Leiter nicht mit einer Hand hoch. Das schaffst du nicht. Und deshalb kletterst du da langsam und beharrlich die Leiter hoch. Die, wie gesagt, die geht ungefähr 20 Meter nach oben. Also das ist schon ein Stück. Ist das eine Holzleiter? Ja, ist eine Holzleiter, tatsächlich. Okay. Und ihr seht auch, wie Kauti halt langsam oben so ein bisschen in der Dunkelheit verschwindet. Ja, ich würde dir aber ganz kurz, passe ich durch den Tunnel? Ihr passt alle durch den Tunnel, auf jeden Fall. Weil dann würde ich ihr folgen, dass wenn irgendwas ist, ich vielleicht auffangen kann, im besten Fall. Mhm. Also willst du mit hochklettern auch oder unten bleiben? Ich würde...
Okay, wobei, wenn ich sie auffangen will, ja doch, aber ich meine, mit 20 Meter hoch ist, dann würde ich sie. Also wenn sie 20 Meter fällt, dann kannst du sie nicht auffangen. Dann kann ich sie nicht fangen. Ja, dann, ja, dann, dann würde ich nämlich mit nach oben klettern, ja. Okay, dann auch bei dir eine Akrobatik oder Athletik. Wurf? Ja, Athletik mache ich und habe 20 insgesamt. Easy, kein Problem für dich. Du würdest das auch mit einer Hand sogar schaffen und den Speer noch zur Hand haben, wenn du möchtest. Am besten nur so hängen. Ich lasse so fallen, dass der immer wieder runterfällt und wieder hochspawnt. So. Aber ich will beide Hände frei haben, falls ich sie auffangen muss. Ich würde als allerletztes gehen, übrigens. Mhm. Ja, ich glaube, die wollten eh erstmal gucken, was oben ist, oder wollt ihr schon alle in diese Leiter euch begeben? Darf ich fragen, verfällt mein Skill irgendwann oder ist er noch aktiviert? Dein Skill ist theoretisch noch aktiviert. Du kannst halt entscheiden, wenn du möchtest, dass er verfällt. Er verfällt aber auf jeden Fall ab dem Zeitpunkt, wo du irgendeine Hostile-Action machst. Ja, ja, okay. Nee, den lasse ich noch. Okay. Ihr, wenn ihr euch konzentrieren würdet oder so, hört ihr manchmal Geräusche, so Geistergeräusche und denkt, irgendwie lebt noch irgendjemand hier oder so nach dem Motto. Aber ihr wisst ja, dass... mit ihm geredet. Genau, ihr wisst ja, dass Abel da ist. Genau. Ja. Aber ihr habt halt nicht unbedingt immer den Plan, wo er sich gerade befindet. Das wollte ich damit sagen. Ja, okay, Kauti, du erreichst oben dann diese, diese Falltür, die du dann, wenn du möchtest, auch nach oben drücken kannst. Ich würde es zumindest versuchen. Mhm. Leise aufbrechen, wie hast du vor, das zu machen? Also eigentlich so ganz langsam. Dann mach mal einen Heimlichkeitswurf. Und dann so... Eine Eins. Die so. Okay, also du willst halt, du willst sie halt ganz langsam aufmachen, aber du merkst halt, dass das kein bisschen nachgibt. Und deshalb versuchst du das einmal dann so mit richtig Kraft. Und dann merkst du eigentlich erst viel zu spät, dass die einfach nur ganz kurz wie so ein bisschen eingehakt war. Und du klappst sie halt komplett auf. Also die klappt direkt in die andere Seite. Und so. Ich ziel direkt nach oben. Dann würde ich halt direkt hochspringen, wenn... Weil ich halt so laut hochspringe, war. Dann nochmal Athletik. Ja. Ich halte schon so meine Hand bereit zu fangen. So viel zu, nur mal kurz gucken, okay. Jumi. Du springst dann relativ gut direkt nach oben. Tatsächlich ist der Raum aber, wo du aufkommst, leer. Du bist aber jetzt in einem Schlafgemach. Halt ist Philo von mir entfernt, dann würde ich ihm sagen, dass hier oben, dass wir in... Also ich würde kurz wieder runter gucken zur Leiter und würde sagen, also würde runterrufen, Philo, hier oben, also wir sind wohl scheinbar im Schlaf gemacht, dieses Adligen. Ist jemand da? Nein, alles gut, hier ist gar keiner. Sind die anderen hinter mir auch den Tunnel zu dieser Leiter gekommen? Ich denke mal, die sind alle schon in diesem Raum und gucken ein bisschen die Leiter hoch, genau. Echt? Dann würde ich so nach unten, nach oben winken. Mhm. Also nach unten gucken und die halt so hoch winken. Okay. Dann darf jeder mal eine Akrobatik- oder Athletikprobe abschließen, um zu gucken, ob er die Leiter da hochkommt. Mhm. Ich bin in weder noch gut. Mhm. Oh, net 20! Net 20, Junge! 14! Ja. Kann ich... Ich hab eine 8. Sind da eigentlich einfach... Sind da so Bettlaken oder sowas, was man so ein bisschen zusammenbinden könnte, um die halt so runter zu werfen? Ja. Brauche ich nicht, Junge. Scheiß auf dein Bettlaken. Also ihr seht aber direkt, wie halt Rodi tatsächlich mit einem erstaunlichen Tempo nach oben kommt und auch in kürzester Zeit wieder auch oben ist. Das ist dieses Gefühl, wenn ihr vom Keller hochgeht und das Licht schon aus ist. Dieses... Ich würd halt versuchen, so ein paar Bettlaken oder sowas zu nehmen, vielleicht auch so ein bisschen zu zerreißen und dann so zusammen zu wickeln, dass ich wie so ein, keine Ahnung, Seil hab, was ich runterwerfen kann, dass die Leute, die nicht sich das nicht mach trauen, hochzuklettern. Mach mal einen Geschicklichkeitswurf. Ist da eigentlich irgendwo Schmuck? Edelstein? Ja. 11. Ich glaub genau. Echt. Okay, also du schaffst es zumindest so 3-4 Meter lang zu machen. So, das letzte wow. Teil, ne? Ich werfe also, das 3-4 Meter Seil runter. Nefertiri!
Okay, Nefertiri, du schaffst es aber trotzdem, nur du brauchst halt viel, viel länger. Du hast, musst halt ab und zu ein bisschen stehen bleiben, rutschst ein bisschen aus, hältst dich ein bisschen fest. Genau, ich glaube das und vielleicht bist du es auch nicht unbedingt gewohnt, halt so hohe Leitern halt auch zu klettern, allgemein die Höhe vielleicht. Und deshalb brauchst du ein bisschen, aber du kommst auch hoch. Arisa, was hast du? 14. Okay. Was ist mit den, mit Sophie und den Kleinen? Kriegen wir die hoch? Also, ich meine, die ist ja bewusstlos, ne? Genau. Ihr seht aber, wie Sophia sich die Demi so ein bisschen um die Schultern gelegt hat. Oha. Und dann mit einem Stück, mit dem Kittel von ihrem Kleid, von ihrem Maidkleid quasi, hat sie zerrissen und wie so zwei Schlingen gemacht hat, die sie so quasi hier befestigen an der Schulter und sie dann tatsächlich auch alleine hochträgt. Also so langsam finde ich Sophia immer cooler, muss ich sagen. Sophia ist einfach MVP hier. By the way, Arisa, also Nang, Sophia hat auch schon mit denen gekämpft. Die kämpft mit den Fäusten und ja, die mit dem blanken Fäusten und genau. Okay. Battlemate. Nice. Ja, ihr reicht jetzt oben alle dann zusammen das Schlafzimmer. Drei Sachen. Erstmal ein relativ, man sieht zwar, dass es wahrscheinlich schon dem Grafen ist, weil dort vor allen Dingen auch so ein Weinkrug und ein Glas und so steht. Trotzdem ist es relativ spartanisch für einen Adligen eingerichtet. Das Schloss an sich, also der Turm an sich ist da sehr schön. Das Zimmer hier ist aber ein bisschen einfacher gehalten. Das andere, was aber auffällt, ist, sobald ihr oben seid, nehmt ihr jetzt und so ein bisschen euch auch an das Licht ein bisschen gewöhnt, weil es ist zwar dunkel, aber natürlich ist trotzdem mehr Licht als in diesem Kerker, nehmt ihr bestimmte Geräusche und vor allen Dingen auch Geruch wahr. Denn ihr hört Flammen und ihr riecht auch die Flammen beziehungsweise das Verbrannte. Und ja, seht ein Fenster, das ist ein Glasfenster, wo halt diese Flammen von der Lichtquelle quasi, könnt ihr erkennen, dass draußen, wie es aussieht, das irgendwie am Brennen ist. Und ihr hört relativ sonst aber wenig, außer die brennenden Flammen. Ihr hört jetzt nicht irgendwie Schreie oder so. Haben die jetzt alle eigentlich schon den plus 1 von mir weg? Ja. Also, ja. Jetzt lol. Das ist einfach eine 20. Na, scheiße. Ja, aber die Leben. Die Leben sind halt super geil. Sind ehrlich gesagt, finde ich, mehr wert als der plus 1. Also, keine Ahnung. Mhm. Die leben. Ja, den musst du lang, das ist halt ein krasser Skill, aber den musst du natürlich auch gut timen, ne? Ja, ja, weil, aber könnte sein, dass jetzt was passieren können. Genau, ja, ja, genau, absolut. Deswegen, wollte ich damit sagen, um 20 Meter runterfallen, finde ich jetzt nicht dann, so geil. Das stimmt. Das ist true. Und ja, was wolltest du sagen, Nefertiri? Mit zum Fenster gehen und rausgucken. Das ist halt so ein Kristallfenster. Man kann nicht wirklich durchgucken. Wie so ein Kirschenglas, kannst du dir das vorstellen, so ein bisschen, weißt du? Ich mach den da ab. Ist da irgendwo Wasser eigentlich? Also, da siehst du jetzt nicht direkt Wasser. Du siehst halt Wein. Füll mal nicht die Kleine ab, ey. Nee. Deswegen frag ich halt, also, ob wir der Todkranken da jetzt einfach Wein einschenken. Auf gar keinen Fall. Kann wirklich hin. Also. Ich würde gerne drauf stechen, genau, dass Nefertiri durchgucken kann. Mhm. Mach mal einen Stärkewurf, weil das ist nicht so ganz so dünnes Glas. Da müsstest du schon. Ich auf jeden Fall zurück, wenn 13. Du deine Waffe ausholst. Mhm, das reicht aber. Also du holst einmal trotzdem den Speer voll aus und das zersplittert halt dann tatsächlich. Also nicht komplett, weil du haust dann eher ein Loch rein und versuchst das ein bisschen groß zu machen, sodass du zumindest durchgucken kannst, aber ja. Also das schaffst du auch. Und jetzt kommt auch direkt, jetzt riecht ihr viel intensiver diesen Rauch einfach. Riechen wir denn nur so Ruß und Rauch oder riechen wir auch, was genau verbrannt wird? Ist es, ob das Holz ist, ob das Fleisch ist? Ihr riecht halt, eher ist es gerade mehr rußig halt. Ja. Aber auch als ob Holz brennen würde natürlich. Ne? Also es riecht nach Holz, was brennt. Aber es riecht nicht nach Kamin? Nee. Okay. Ja, und du guckst. Was seht ihr? Okay. Die ganze Stadt, ich wechsle mal wieder kurz zur Stadt, ist am Brennen. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und die Kristalle sind ganz hell am Leuchten gerade. Alle. Oh oh. Ist denn in dem Zimmer
Ist so eine geiler Emojon. Kleinere Kristall von diesen Kristallen? Ne. Also auch gar kein Kristall, nee. Edelstein oder sonst was? Ne. Also es gibt auch keine kleine von den Kristallen, ne? Ihr habt wirklich nur große Kristalle bisher gesehen, nicht kleine. Aber sonst gibt es im Raum auch keine Edelsteine oder sonst was? Mach mal einen Social-Skill-Wurf, ob du vielleicht wissen könntest, wo ein Adliger seinen Hab und Gut da verstaut. Na, 21? Ja, also wenn du jetzt wirklich anfangen würdest, das Schlafzimmer von dem zu durchsuchen, akribisch, würdest du wahrscheinlich in ein, zwei Schubladen ein paar Goldmünzen finden. Okay, aber nicht irgendwie noch was Sinnvolles wie, keine Ahnung, Karten. Also, Gold ist sinnvoll. Ja, natürlich. Das können wir in dem Babybordell ausgeben. Babybordell. Das, was gerade am Brennen ist, May. Das, was gerade am Brennen ist. Wie viel Gold ist denn da? Ja, aber ich mag meine Golds crispy. Oh, du würdest 100 Goldmünzen da finden. Oha. Aber es fällt halt auch vor allen Dingen auf, die Schränke sind auf, es ist alles so ein bisschen durchwühlt. Also er scheint irgendwie das Nötigste gepackt zu haben in diesem Zimmer. Ach, also finden wir nichts. Keine Aufzeichnung, kein Schlüssel, sondern nur halt ein bisschen Gold. Mhm. Und halt die Tatsache, dass halt alles so durchwühlt aussieht oder abgehauen ist. Ich würde es auch den anderen mitteilen und würde sagen, Leute, wenn wir uns die Schubladen angucken, der Typ ist scheinbar abgehauen. Der Adlige. Der hat wahrscheinlich kurz alles zusammengepackt und ist dann abgehauen. Dem sollten wir gleich tun. Ja. Wir müssen den verbleiben. Wir müssen den Leuten helfen. Wir können nicht zulassen, dass sie so einen grausamen Tod erleiden. Da stimme ich zu. Gibt's denn hier irgendwo, habt ihr irgendwo im Dorf eine Wasserquelle sehen können? Es gab einen Brunnen in der Mitte der Stadt, oder? Ihr habt keinen Brunnen gesehen, soweit ich weiß. Nee, das war die andere Map mit dem Brunnen. Ah, das war die andere Map, stimmt. Yo, scheiße. Dann lass uns gucken, dass wir so viele Leute wie möglich einfach nur aus der Stadt kriegen. Okay, dann sieht man von da oben eigentlich, auch wenn man aus dem Fenster guckt, also ich würde halt fragen, sieht man, wenn man aus dem Fenster guckt, vielleicht irgendwo eine Wasserstelle, vielleicht können wir ja doch das Feuer löschen. Also von der Sicht aus, von der Fertiri aus gesehen, ist gerade schwer, Einzelheiten zu erkennen. Ihr seid relativ weit oben und der ganze Rauch steigt halt auch hoch und die Kristalle leuchten. Also deshalb ist halt schwer zu sagen, was unten da abgeht. Also die leuchten auch wirklich hell, ne? Muss man sagen. Und selbst mit dem Brunnen könnten wir nichts machen. Wir haben ja keinen Schlauch oder Wasserdruck oder so. Glaube ich. Okay, dann lasst uns vieles Vorschlag in die Tat umsetzen. Können wir durch das Fenster auf der Map, auf diese Brücken da quasi? Und wenn ja, wie tief ist das? Die Brücke ist, also ihr seid, warte mal, ihr guckt halt hier raus, ne, gerade. Ihr seid hier, genau, um genau zu sein. Ah, okay. Ping nochmal bitte. Ja. Da, achso. Hier. Ja, und ihr guckt halt so hier hin halt so ein bisschen, ne? Okay. Also die Brücke siehst du nur so halb von da aus. Wäre auch schwer, okay. Philo, tatsächlich. Ist trotzdem noch ein gutes Stück. Und da also seid jetzt so auf 20 Metern Höhe. Was ist mit der Strickleiter, die ich dabei habe? Ist sie lang genug? Nee. Okay. Du meinst die du aus dem... Die ich abgeschnitten habe, ja. Vom Ufer. Vom Ufer, nee. Die ist so 5 Meter hoch. Tschüss. Lang. Lasst uns einfach die Treppe nehmen. Ich glaube nicht, dass die Wachen im Turm auf uns warten, wenn die Stadt am Brennen ist. Ich meine, das ist halt sein Schlafgemach, ne? Obviously hat das einen normalen Eingang. Okay, auch. True, ja. Ja, die Frage ist, gehen wir mit gezogenen Klingen jetzt hier raus, oder? Auf jeden Fall. Okay, dann würde ich halt eine Klinge ziehen und dann sagen, soll ich vorgehen, zusammen mit Philo? Und dann, falls uns wer angreift, können wir uns halt gegen die wehren. Ich mache auch die Nachhut wieder. By the way, ich gucke auf mein komisches Elektro-Dingszeugs, was ich nicht verstehe. wie viel Zeit da ist. Wie viel Zeit zu der nächsten? Zur nächsten Welle? Ja. 12 Tage, 17 Stunden. Danke.
Abel, du bist auch mit hochgegangen, denke ich mal, oder? Du bist nicht alleine im Verlies geblieben. Ach, warum? Ich würde mal gucken, ob jetzt die kleine Prinzessin das Geld mitgenommen hat oder nicht. Ich hab's eingesteckt. Mist. Unsichtbar hört man so ein Mist. Wahrlich, Abel, eine tragische Gelegenheit, das mit der Stadt gerade. Ich fühle mit euch. Ja, aber ich habe auch mein Buch in der Hand und würde sagen, dann let's go, oder? Ja, beeilen wir uns. Würden wir möglicherweise auch die Stürzen auf der Tun sonst ein oder sonstiges. Ja. Bringe ich den GM auf Ideen, Sarah? Nee, ihr öffnet ganz normal den Eingang und seht halt, dass halt die Treppe runtergeht. Tatsächlich scheint das Gemach von dem Grafen halt die höchste Stelle vom Turm zu sein. Es geht nicht weiter hoch. Treppenmäßig zumindest. Als ihr reingeht, also in das Treppenhaus reingeht, hört ihr auch niemanden. Es scheint auch tatsächlich auch keine Wache gerade da zu sein. Oder ein Soldat oder was auch immer. Also ihr könnt, wenn ihr wollt, da ganz normal runtergehen. Ja, aber ich würde ein bisschen rushen, glaube ich. Also jetzt nicht gemütlich runterschlendern. Ja. Ein bisschen im Marsch. Ja, klingt nach einer guten Idee, am Marsch runterzugehen. Ja. Okay, dann geht ihr runter bis zu dem Eingangssaal vom Turm, den ihr kanntet. Und auf die Türen sind keine Leute? Keine einzige Leute. Ihr seht keine einzige Menschenseele. Und ja, ihr seid jetzt quasi vor der Eingangstür, die verschlossen, also die zu ist. Nicht verschlossen, die zu ist. Und wenn ihr die aufmachen wollt, um rauszugehen, dürft ihr jetzt alle mal einen Willenswurf machen. Zehn. Jetzt hätte ich gerne das plus eins. Neun. 13. 16. Ah, oh, eine Katze! Katze! Alles klar. Ab. 10. Ja. Okay, dann tatsächlich alle außer Kauti, als ihr rausgeht, wird euch wieder einmal ganz mulmig, weil das, was ihr seht, ist, dass um die Kristalle herum, die gerade am Leuchten sind, liegen haufenweise Demis, die komplett deformiert auf dem Boden liegen und teilweise ihre tierischen Merkmale so einmal so wirklich geburstet sind in dem Moment. Also wenn die zum Beispiel irgendwie einen ganz großen, dicken Arm haben oder teilweise so einen Kopf verzerrt in Richtung eines Tiers oder so. Und ihr seht das halt, euch wird halt direkt schlecht, weil ihr seht halt, dass um diese Kristalle herum letztendlich die ganze Stadt tot und deformiert rumliegt. Uff. Also sowohl Demis als auch Wachen. Nee, nur Demis. Nur Demis. Nur die Demis, okay. Ihr seht keine Wachen. Philo ruft wütend in die Nacht rein. Einfach nur so. Also echt so, ja. Ich würde Philo angucken, verschreit und würde sagen, Philo, meint ihr, wir könnten ein Kristall kaputt machen, dass die Demis. Der ist gerade am Schreien. So, Philo, meint ihr. ja. Da würde ich ihn nochmal fragen. Wenn er sich beruhigt das. Was wollt ihr, Kauti? Vielleicht können wir diese Kristalle kaputt machen. Vielleicht hilft das ja dagegen, dass die Demis gerade zu dem werden, was sie gerade sind. Was ist mit dem Mädchen, was wir dabei haben? Die ist bloß was. Jetzt gerade nicht. Aber die reagiert da nicht drauf? Ich würde Sophia vorschlagen, dass sie das Mädchen irgendwie bedeckt mit irgendwelchen Stoffen, die wir hoffentlich noch finden im Gebäude. Und sie vielleicht vor diesem Licht schützen. Sie nickt kurz und geht kurz in den Eingangssaal und reißt so eine, einfach so eine Gardine Wand, oder so. Gardine runter und genau. Okay. Ich schlage wütend auf einen der Kristalle neben uns ein. Ich würde Philo helfen, von der anderen Seite. Dann dürft ihr beide einen Stärkewurf machen, als ihr zum nächstgelegenen Kristall kommt, der, by the way, halt die ganzen Leichen drumherum sich ein bisschen stapeln. Oh boy.
Richtig, richtig cool. Das sieht aber so 13. aus, als wäre das 18. Drum gesammelt, oder? Nicht, dass sie da dran hingezogen wurden oder was. Nee, man sieht. Okay, mach mal einen Social Skill Wurf. Nefertiri. Alright. Dann darf jetzt auch jeder von euch außer Kauti und Philo einen Reflexwurf machen. Oh boy. und Nefertiri, du, ich sag dir gleich was dazu, wenn du mir das Ergebnis sagst. Alle Reflexwurf. Ja, außer 13. Kauti und 13. 4. 13. 16. Alle über 15 Fuck. Können in dem Moment noch reagieren, als oh, wird da gewürfelt? Was? Achso, Philo. Genau, dürft ihr gerne reinschreiben, wenn ihr wollt. Alle über 15 können in dem Moment reagieren, weil ihr Philo, du musst, darfst eh keinen Wurf machen, das war dein Stärkewurf, ne? Das ist noch von. Ne, die 13 war noch das von ganz. Nee, doch, das ist der okay. Stärkewurf, ja. Ja, okay. Stärkewurf. Ihr seht halt, wie in dem Moment so fast gleichzeitig Philo mit dem Speer draufsticht und Kauti mit dem Schwert auf einer der Kristalle. Und tatsächlich zersprengt ihr eine dieser Kristalle, aber ihr hört ein ganz lautes Knallen und ihr spürt direkt so eine Druckwelle. Wie gesagt, alle, die den Reflexwurf geschafft haben, bücken sich, kriegen aber trotzdem, werden von dieser Druckwelle getroffen und werden trotzdem gegen die Wand gesteuert. Alle anderen fliegen so 5 bis 6 Meter gegen Wände, Ziele oder was auch immer. Und ihr kriegt, die, die es nicht geschafft haben, 10 Schadenspunkte. Oh mein! Die, die es geschafft haben, 5. Okay. Ich bin... Scheiße. Bei 0. Ja. Nee, ich hab ein Schild. Oh, ich bin bei 2. Oh mein Gott. Oh! Alter. Ich wurde auch von Angst Schild gerettet. Ich oh mein Gott, dank Schild, Alter. Das war worst case actually, so ein kondensierte Magiekristall einfach zerspringen zu lassen. Scheiße. Aber ja. Genau ja, das ist passiert. Es sind die Rest, also ihr seid alle wirklich richtig hart weggeflogen, gegen die Wände geknallt, gegen den Boden. Ihr habt die Leichen, die da lagen von diesen deformierten Demis, sind durch die Gegend geflogen. Und ihr habt so ein, ja, das war kein schöner Anblick. Lebt jetzt Philo diese kleine Demi noch? Also, die ist ja mit Sophia drinnen gerade, um. Sophia wollte ja nochmal diese Laken um sie nochmal zusätzlich drum machen. Also die ist ja gerade im Turm. Ist gar nicht erwischt worden. Genau, die ist nicht erwischt worden. Glücklicherweise hat Rodin gesagt, dass sie sich irgendwie noch zudecken soll. Weil sonst hätte die Sophia und das kleine Demi auch noch erwischt. Also wurden wir einfach nur zurückgepackt oder kamen da irgendwelche Schrapnellstücke auch oder... Na, es war wie so ein magischer Burst. Also kamen keine Schrapnellstücke oder so. Nee, also habe ich so... Also wurden wir so gegen die Häuserwände genau, also richtig halt stumpf draufgeklatscht einfach nur. Oh mein Gott, Alter. Ich hab einfach, ich brauch Chiropraktika. Junge. Ja. Nächstes Mal will ich nochmal skillen. Mach ich 25, ja. Kennt ihr von Avatar die letzte Folge, wo der gegen diesen Stein geflogen ist, wo der seinen Avatar-Modus wieder bekommen hat? Oh, genau das Gegenteil. Ja. Aber der Kristall hält jetzt auch zu leicht. Ihr habt den halt, einen dieser Kristalle halt zersplittert, ne, im Endeffekt. Scheiße. Okay, also diese Reaktion ist halt, also sind halt echt, ganz viele kleine Kristalle. Vorbei, die aber direkt halt grade. Auch aufhören zu leuchten, tatsächlich. Kann man die sich angucken? Und trotzdem. Also, wenn du noch stehen kannst, kannst du gerne kann zu einer dieser Kristalle gehen, ja? Also, ich hab noch 9 Leben. Mhm. Oh, wir sind fast alle draufgegangen. Und Gauti geht erstmal und guckt sich die Kristalle an. Und alle liegen halbtot auf dem Boden. Weißt du, ich so in dem Modus. Ich würde so zu Arisa hinkrabbeln, so. Oh mein Gott. ich würde deine Hand nehmen. Ich muss halt wieder das hier machen. Alle gerade so. Ich muss einfach die.
Was? Bei Player Chat. So. Alter. Weißt du, Hauptsache, die hauen da drauf, alles explodiert und Cody so, gibt's hier Kristalle, Alter? Ja. Ich will die Kristalle aufheben. Und alle so. Ah, mein Bein! Hier, ja. Wie gelb mein Wurf hat, der mir eigentlich irgendwas noch gebracht. Ja, ja. Also das ist so der letzte Gedanke, bevor dich die Explosion getroffen hat. Mach mal bitte, was hast du drauf? Bei Social Skills? Also, ja, Social Skills eigentlich, ich habe das ja nochmal als Schätzletzte wahrscheinlich besser gelesen. Aber als du diese Leichen gesehen hast, diese deformierten Demis, fällt so dir auf. Das ist gut, ich kann ihre Bestimmung machen. Ja, ist so. Du siehst halt, dir ist der letzte Gedanke, den du hattest, der Fetiri, ist halt, dass du gesehen hast, dass die meisten, bevor die letztendlich gestorben sind oder wie auch immer, dahin gekrochen sind in Richtung der Kristalle. Okay. Die sahen alle so zu den Kristallen gerichtet, lagen die auf dem Boden sozusagen, ne? Danke. Also so sterben Ägypter. So. Das ist eine natürliche Sterbepose. So noch mit der einen Hand die Hand von der Fetiri gehalten. So. Tja, also mir geht's gar nicht gut. Und ich bleib auch erstmal liegen. Die haben doch so wie so ein Tinnitus gerade. Ja, wie sie bei Saving Private Ryan so. Genau. So alles so ein bisschen gerade am Wackeln. Ja. Ihr fühlt euch so voll betäubt gerade. Kann ich mich umschauen, ob das Feuer irgendwie sich weiter ausbreitet? Boah, ich bin richtig weiß, also, ob wie gut Kauti das wegsteckt, Alter. Also die Häuser haben vor allen Dingen Feuer gefangen, ne? Der Boden selber ist halt schwierig, dass er brennen wird, aber die Häuser sind halt alle am Brennen. Wahrscheinlich wird halt nicht alles brennen, aber die meisten Dächer haben schon Feuer gefangen. Sehe ich irgendwo, wahrscheinlich ist nirgendwo eine Wasserstelle jetzt, wo wir unten sind, wo ich die... Also es gibt keinen Brunnen oder so, falls das ist, was du meinst. Ich weiß auch nicht, ob wir das noch löschen können, das Wasser. Nee, ich wollte das Wasser jetzt extra holen für euch, weil ihr alle so ein bisschen halbtot am Boden liegt. Wasser wird da nicht helfen. Ich hab so einen Tinnitus, alles so richtig verschwommen und so alleine und gib dir so einfach Wasser ins Gesicht und du so... Weißt du, Schleudertrauma, Tinnitus, weiß nicht, warum Chiropraktiker. Dann wird's auch noch gewaterplayed. Ja, ist so, also. Schaffe ich es, trotzdem Ganzen aufzustehen? Ja, doch. Also, ihr seid ja nicht bei Null oder so, ihr schafft schon langsam aufzustehen und es tut halt alles super weh. Ihr habt halt die schwierigsten Prellwunden tatsächlich und alles, aber nee, das geht schon. Nee, ich kann nicht aufstehen. Okay. Kann man, also ich würde gerne wieder zu den anderen, aber vorher würde ich mir halt so, keine Ahnung, zwei Kristalle oder sowas einstecken, um zu sehen, ob wir irgendwie... Ich hör auf mit dem Kopf zu wackeln. Sollten wir... Ich wackel nicht mit dem Kopf. Nee, Larry. Ich würde währenddessen mich irgendwie zum nächsten brennenden Haus schleppen und... Und in die Flammen. Scheiß drauf. Kein Bock. Ich versuche, ob da noch irgendwie Leute sind. Irgendjemand, den man noch retten kann. Ja, also ihr guckt euch ein bisschen um. Kauti, du nimmst zwei von so kleinen Kristallsplittern mit. Kannst du machen. Philo, du entdeckst tatsächlich keinen. Es ist halt super ruhig, tatsächlich. Das Einzige, was ihr hört, ist das Knistern von dem Brennen der Häuser. Sonst hört ihr keine einzige... Weil doch niemanden schreien, ne? Seele oder so schreien oder so, ja. Okay, dann, das heißt, wir sind, glaube ich, die Letzten hier. Und Philo, und du guckst halt ein bisschen auch um. Und du siehst auch tatsächlich den alten Demi, der euch um Hilfe gebeten hat. Der auch tot und deformiert auf dem Boden liegt. Oh no...
Philo geht so ein bisschen in die Knie davor. Ey, May. Ja? No difference. Ja. Und schreit wieder in die Nacht. Ja. Und ihr hört von einer Seitengasse aus Philo in die Nacht reinschreien. Wir sollten hier schnell weg. Und ich versuche mich so aufzurichten. Und kann ich mich orientieren, wo der nächste, wo der schnellste Weg jetzt aus der Stadt raus ist? Also das, du weißt auf jeden Fall, wo das Haupttor ist. Also einfach. Aber ist das Haupttor auch der kürzeste Weg? Also du hast bisher auch kein anderes Tor gesehen, deshalb kennst du jetzt keine andere. Ich habe auch nur eine Karte von der Mine, stimmt, ja. Genau. Okay. Von welcher Mine hast du eine Karte? Ah! Ja, ich weiß. Yes. Ja, richtig. Ja. Okay. Und ich zeig so, ich wink so in die Richtung und humpel dahin. Wir sollten hier weg. Weg vom Feuer und weg von diesen Kristallen. Ich würde Arisa helfen, aufzustehen. Dankeschön. Das ist doch nicht deine Feind. Why? Ich gebe mein Bestes. Ja, Signora, bitte. Sie können noch nicht in die Tore der Steinigung gehen. Ich würde viel erheben, vor den Folgen hier. Ja, ich, also rein theoretisch könnte ich uns noch healen, ja, aber dann habe ich gefühlt kein Mana mehr. Also mir geht es noch einigermaßen gut. Weil ich kann nämlich die Tokens nicht sehen, deswegen frage ich mich, ob vielleicht jemand eventuell ein Heal braucht, der es nötig hat. Philo läuft auf jeden Fall blutüberströmt durch die Straße. Kann ich euch einfach hier reinziehen? Also ja, ich kann euch einfach reinziehen. Ja. Da könnt ihr eure Dings korrigieren, was ihr hattet. Also habt ihr schon, oder was? Nee, ich nicht. Ich hab's mir aufgeschrieben. Ich hab's nur reingeschrieben. Also werden wir in dem Game, würde es die ganze Zeit piepen bei mir. Din-dun, din-dun, din-dun. Okay. Ich bin halt bei 3 Leben. Ich bin auch nur noch ein. May, du hast das gleiche wie Larry gemacht. Guck mal, dass du hast jetzt 12, ne? Du hast einen auf Leben geskillt, ne? Du hast aber nur das Maximum, du hast nur dein aktuelles quasi auf 12 erhöht. Du musst auch dein Maximum auf 12 erhöhen. Du bist trotzdem noch da bei 10. Ich hab's eher gerade angepasst. Okay, sehr gut, danke. Aber. Okay. 2, 4, 6, 8. Uff, hat jemand einen Mana-Trank? Tränke, imagine, Tränke haben. Tränke. Wovon denn? Okay. Ja, schön. Also ihr wollt auch direkt jetzt die Stadt so verlassen, erstmal auch. Hab ich das richtig verstanden? Ich glaub nicht, dass wir irgendwie das Feuer löschen können, oder? Und es scheint ja eh keiner mehr am Leben zu sein oder da zu sein. Mhm. Kann man vielleicht anhand der Flammen oder sowas, ich meine, es gibt ja mehrere Ausgänge, aber einfach so, wie der Brand sich gerade entwickelt, erkennen, in welche Richtung wahrscheinlich der Breanos geflohen ist aus der Stadt? Ja, mach mal einen Schätzwurf. 19. Also, wo jetzt der Graf selber geflohen ist, ist schwierig. Aber du würdest schon erkennen können, dass zumindest die ganzen Soldaten und die Menschen aus dem Haupteingang rausgegangen sind. Kann man erkennen. Ob der Graf jetzt dabei war oder nicht, ne, ist halt schwierig, ne? Aber die Menschen scheinen von da aus. Ist das die Richtung, in die wir gerade am Gehen sind? Genau, ihr würdet euch. Okay. Genau, ihr würdet euch ja jetzt hier lang bewegen in Richtung Hauptausgang. Kann man erkennen, wo das Feuer angefangen hat? Nee, das ist schwierig. Mach mal einen Schätzwurf, das ist schwierig. Net 20. Ernsthaft? Ernsthaft. Ernsthaft. Nummer 2. Nummer 2, Leute. Let's go, baby. Trotzdem ist es schwierig. Du würdest eher sogar tippen, dass das Feuer nicht an einem Punkt angefangen hat, okay, sondern generell an vielen Punkten gesetzt wurde. Das ist eine gute Info schon. Okay.
Ja. Ich würde so auch mit dem hier so gucken. Ne? So. Und weiter humpeln, Richtung Ausgang. Okay. Ich würde gerade mal noch heilen. Okay, go for it. Ja. Ihr drei könnt Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Rolin, Philo und Nefertiri. Ja, du entscheidest. Ich weiß gar nicht, was du hören willst, ich humpel weiter. Ach, sorry. Hat Langer uns ein Schild gegeben, ne? Ja, ja. Von zwei, genau. Boah, ohne, okay, ohne den wäre ich jetzt tot, Junge. Ich wäre so dead. Ich wäre dann auf ein Leben gewesen. Dead inside. Ja, ich wäre auch dann auf einem Leben gewesen. War auch fast, war nicht mal Max Damage, war fast Max Damage. Mm, super. Ja. Das war so Gruppenwipe. Okay, wir sind durch. Ja. I'm sorry. Wer von euch hat die meiste Rüstung? Ich hab, glaube ich, die meiste Rüstung. Nee, ich meine von den so, dreien. Von ich hab 12. Wir haben alle leichte. Ich viele, oder? Nee. Wir haben alle leichte. Mhm. Helft den anderen beiden, Arisa. Okay. Dann probiere ich mal. Mein Herz brennt trotz all dem heißer als diese Flammen. Kann ich irgendwie Philo mit Medizin helfen? Mach mal Medizinwurf. 6 von 10. Was, ich hab die Katze liegt drauf. Dankeschön. Ich versuche trotzdem, obwohl ich blutüberströmt bin, noch relativ fit mich darzugeben. Der Bur von Ding ist ja schon weg. 13 hätte ich. Also du könntest den zumindest, weil du siehst halt gerade, dass Philo sehr stark angeschlagen ist und viele offene Wunden hat und viel blutet. Du könntest vielleicht, wenn du ein bisschen Stoff organisierst oder deine Kleidung dafür benutzt oder so, ein bisschen ihn, ja, die Blutung stillen oder so. Ich würde dir ja erlauben, dass du den einen Lebenspunkt quasi heilst, aber letztendlich versorgst du nur seine Wunden ein bisschen. Ja, dann würde ich das machen. Ich nehme einfach so Stoff von diesen ganzen toten Demis, die da rumliegen. Ja, Philo, du siehst halt. Dann bist du in dem Moment aber nicht mehr unsichtbar, ne? Für einen Lebenspunkt. Uff, wie gut geht's dir, Philo? Philo blutet so über. Und du riechst die da verschiedenen Düfte der verschiedenen toten Demis an dir. Wow. Also hast du mich jetzt damit verarztet, oder wie? Ja, ich komm, ich helf dir. Ich bin mal sozial. Fühl mich auf jeden Fall sehr viel besser, nachdem ein paar meiner Wunden geschlossen wurden von Arisa. Es ist wieder dieses magische Netz, dieses leuchtend gelbe Netz, was sich um dich legt und dann anfängt tatsächlich ein paar Wunden zu schließen und du fühlst dich wieder ein bisschen besser. Ja. Also wen hast du jetzt geheilt? Philo. Odin und Nefertiri. Mhm. Okay. Danke dir, Arisa. Und versuchst du so meinen Rücken zu knacken. Immer wieder gerne. Und ich so, 3 Leben. Ja, könnt ihr tatsächlich sagen, weil ihr seht ja eure Lebensmittel. Ja. Abel, du hilfst, Philo? Ja. Okay, dann... Während geholfen wird... Hätte ich noch eine Frage, und zwar, wenn man sich umguckt, weil wahrscheinlich hört man es nicht, aber hört man irgendwie Pferde oder so noch, die noch nicht losgemacht wurden und durch das Feuer panisch sind? Also, weil es wurde ja gesagt, dass eventuell Pferde für uns dastehen würden. Mhm, aber ihr hört halt echt nichts. Da ist kein Lebewesen da, so, was noch lebt. Also, genau, Philo, du siehst halt, wie aus dem Nichts so ein bisschen Abel wieder sichtbar wird und an den Leichen von den Demis ein bisschen die Stoffe halt zerreißt und dann zu dir kommt mit so halt 4-5 Stofffetzen und die anfängt an dir zu verbinden. So ein bisschen hin und her gerissen, aber danke, Abel. Ich würde auch sehen, als du so ein bisschen zögerst, würde ich zu dir sagen, dass ihnen das jetzt sowieso nichts mehr helfen wird und auch nichts mehr bringt. Man muss sich jetzt um die Lebenden kümmern.
Da habt ihr recht, ja. Dann, wir müssen uns auf die Suche machen. Philo, du kannst ja einen Lebenspunkt dann gut schreiben. Dafür, für die Aktion. Und ihr verlasst die Stadt. Yes. Mhm. Alright. Allen voran wieder Sophia, diesmal mit dem Demi am Rücken gebunden. Sie hat tatsächlich, ist aber in einen, das ist euch nicht direkt aufgefallen, aber sie ist in einer der Häuser reingegangen und hat tatsächlich in so einem Stofflaken zumindest ein bisschen Essen rein, also mitgenommen und ihr Wasserschlauch gefüllt, den sie jetzt so langsam hier halt auch verabreicht. Und sie guckt sich halt sehr erschrocken um. Also sie ist, also es ist nicht so, dass die das nicht mitnehmen würde, was sie da die ganze Zeit sieht. Aber sagt auch, dass es besser wäre, die Stadt zu verlassen. Und als ihr draußen seid, guckt die sich halt erstmal so nach rechts und links um und sagt, Helden, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wo wir hingehen könnten und wo es sicher wäre. Und dann zeigt die wieder in die Stadt. Dort geht's, wie ihr wisst, in die Straße meine ich. Dort geht's, wie ihr wisst, wieder zurück zur Hauptstadt. Und wir haben kein Boot und in den Wald würde ich auch nicht, weil wir wissen auch nicht, wo der Graf mit seinen Leuten hin ist. Und dann guckt die halt so quasi, als ob die hinter der Stadt gucken würde. Und als ihr hinter die Stadt guckt, seht ihr, dass ein Berg da ist. Also man so eine Bergkette. Und dann guckt die zu euch und die meinte, also die Berge sind halt, naja, nicht die besten Voraussetzungen, um zu überleben, sage ich mal. Aber dort würden wir zumindest wahrscheinlich ein gutes Versteck haben und sicher sein. Ich würde die Berge empfehlen, aber selbst die Berge sind nicht wirklich eine gute Lösung. Ich würde da eurem Rat trauen und euch folgen. Das wäre nur meine Meinung. Ich würde Philo angucken und sagen, Philo, aus euren Geschichten kann man entnehmen, dass ihr schon so oft umhergewandert seid und ihr seid bestimmt ein Meister da drin, einen Weg zu finden. Könnt ihr uns einen Weg suchen? Einen Weg? Wohin genau? Weg von hier, wo es sicher sein könnte. Wir wissen ja nicht, wie Sophia schon sagte, wo die Männer des Grafen sind. Und mir scheint es, dass die Wildnis quasi euer Zuhause ist, deswegen. Du Wilder. Du Steinzeit. Wenn es darum geht, euch durch die Wildnis zu führen, so werde ich dafür sorgen, dass wir überlegen werden. Nicht versprechen kann ich, dass uns die Männer von Preanus nicht holen. Aber wenn wir uns beeilen, dann sollten wir es bis zur Bergeskette schaffen. Und dort sollten wir einen Unterschlupf finden, auf das uns der Himmel leitet. Also empfiehlt ihr auch die Berge? Ich würde zu den Bergen gehen. Manchmal, wenn alles so aussieht, als würde man in einer Sackgasse stecken, hilft es, das Ganze aus einer höheren Perspektive zu betrachten. Dann. Ihr betrachtet doch ständig alles aus einer höheren Perspektive, oder? Ich bin zu meinen. So ganz nach hinten legen und so zu dir hochschauen. Nun, dann würde ich so ein bisschen zu dem brennenden Dorf zurückgucken. Ja, das mag vielleicht so scheinen, aber ich muss sagen, ich fühle mich von all dem überwältigt. Es fällt mir keine Geschichte ein, von der ich je gehört habe, die solches Schrecken zu beschreiben vermag. Ich möchte ehrlich gesagt weg von hier. Zu eurer Zeit gab es noch kein Titanic. Kein 1939. Uff. Müsste ein Muschel gewesen sein. Nun, wenn ihr das sagt, lasst uns weggehen von hier. Keine Minute länger möchte ich diese Gräueltaten weiter erblicken. Wir können hier nichts mehr tun. Okay, was sagen die anderen? In die Berge. Ich würde auch zustimmen, weil. Neu formieren, erstmal zu Kräften kommen. Weil so können wir nicht die Jagd aufnehmen.
Ja. Welche Tageszeit haben wir? Nachts. Wir haben Nacht. Oh, okay. Tief in der Nacht. Aber es ist nicht dunkel, nehme ich an, gerade. Bei euch halt relativ nicht, natürlich, ne? Durch die Kristalle und das Feuer, aber es ist tief in der Nacht. Oh Gott, es ist gerade Reichskristallnacht, Alter, in Crossfire. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben ja wahrscheinlich keine Fackeln oder so, können wir uns da irgendwie so ein bisschen von den, naja, brennenden Holz was mitnehmen? Vielleicht? Wenn ihr das wollt, könnt ihr das machen wahrscheinlich, ja? Also, da würde ich euch das schon erlauben, so ein brennenden, weiß ich nicht, ein Stück Holz oder so. Ich kenne ja... Es würde halt, ist nicht die Funktion einer Fackel, ne? Der würde halt relativ schnell ausgehen im Vergleich zu einer Fackel. Ne? Okay. Aber ja. Also, ich wäre auch dagegen, das Ding in den Wald mitzuschleppen. Also, ihr würdet dann gar nicht in den Wald gehen, tatsächlich, ne? Es wäre halt, es wäre erstmal so ein bisschen eine Steppe, die euch dann jetzt dann erwarten würde hinter der Stadt. Und dann würde halt es anfangen, halt ein bisschen gebirgiger zu werden, wo ihr dann halt quasi am Fuße des Berges sein würdet. Es ist eine Gebirgskette auch. Es ist nicht nur ein Berg, es ist wirklich eine Gebirgskette, die dahinter liegt. Haben wir den klaren Himmel? Also, dass man wenigstens ein bisschen was sehen kann? Ja, wenn du rausguckst, ja. Das Problem ist gerade um die Stadt herum nicht, weil so viel Rauch sich gebildet hat. Ne? Aber du guckst halt, wenn du in die Ferne guckst, siehst du halt, dass es schon ein klarer Himmel ist. Also, solange ihr auch in der Steppe wart, auch die Nacht davor, kann man schon im Dunkeln reisen, weil ihr so einen klaren, es ist ja Sommer, dass ihr so einen klaren Himmel habt und der beleuchtet schon durch die Monde auch, durch die zwei normalen und den roten Mond, hat man nachts tatsächlich relativ viel Licht. Okay. Mhm. Dann lass uns aufbrechen. Sophia guckt euch auch noch kurz an und nickt dann zu, okay, dann versuchen wir es mit den Bergen. Ich werde das Mädchen noch eine Weile tragen können, aber ich weiß, ihr seid angeschlagen, aber ich werde sie wahrscheinlich nicht die ganze Reise übertragen können. Dafür reicht meine Kraft leider nicht aus. Dafür ich könnte sie tragen. Ich bin noch relativ fit. Bist du nicht 1,20 groß? 1,50. Ja, ihr schleift sie doch auf dem Boden. Ich bin trotzdem so stark wie Philo. Ihr schleift sie trotzdem auf dem Boden. Ich kann mich darum kümmern, das Mädchen also, zu tragen. Wie gesagt, Sophia sagt aber explizit, dass sie sie auf jeden Fall noch selber ein bisschen tragen wird und sich ein bisschen um sie kümmern wird noch. Nur, dass ihr euch darauf einstellen sollt, dass sie das nicht die ganze Nacht machen kann. Okay. Dann macht ihr euch auf den Weg. Ihr umkreist, ihr macht einen großen Bogen um die Stadt. Ihr dürft aber trotzdem mal einen Schätzwurf alle machen, als ihr am Eingang der Stadt seid. Das ist eine 20. 14. 3. Mhm. 1. Okay. Eine 1. Nein, wieder noch so. Sorry, auf was müssen wir würfeln? Schätzen. Schätze können. Mir geht's immer noch nicht so gut. 7. Hast du gesagt, Meg? 7. Okay. Also, ihr guckt euch ein bisschen natürlich um, als ihr euch ein bisschen auf den Weg machen wollt, die Stadt zu umrunden. Und euch fallen halt die Spuren von den Soldaten und von den Pferden und alles auf, die, wie es aussieht, Richtung Hauptstadt gezogen sind. Tatsächlich. Rodin? Ja? Dir fällt aber noch was auf, weil du guckst dann so ein bisschen mehr auf den Boden, als du die Spuren so ein bisschen untersuchen willst. Siehst du so in diesem Nachthimmel etwas glänzen? Auf dem Boden? Und, ja. Mhm. Und als du näher dort dran gehst und dich bückst, entdeckst du, dass da eine Kette auf dem Boden liegt. Mhm. Ich hebe sie auf. Ja, und du guckst dir die Kette an und das ist eine ganz einfache Silberkette mit einem Symbol, aber das Symbol sagt dir jetzt erstmal augenscheinlich nichts. Ja. Du... Was ist das denn für ein Symbol? Zeige ich gleich. Ja. Du kannst aber auch hier wieder nochmal einen Schätzwurf machen. Mhm. Das gleiche kann Nefertiti, by the way, auch machen. Ist eine 6. Weil das ist relativ offensichtlich, was er macht. Okay.
Eine 6 habe ich gewürfelt. 13? Eine 13. Okay, dir sagt die Kette erstmal nichts, Rodin. Mhm. Nefertiri, du blinzelst in dem Moment so ein bisschen, so neigst ein bisschen den Kopf und überlegst so, irgendwie kommt dir das bekannt vor. Und als du die du holst dann instinktiv deine Kette raus, die du auch dabei hast, die kaputt ist. Und du kannst halt daraus schließen, genau, dass es die gleiche Kette ist, nur dass deine halt kaputt ist und seine vollständig ist. Also auch gleiche Materialien. Mhm. Was war das für eine Kette? Cool. Also ich halte das so an deine Kette dran und, so, und frag dich, was das denn für eine Kette ist. Sag mal überlegen, wo wir die gefunden haben. Fragst du es laut oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich sie aufgenommen hatte. Ich glaube, bei dem Dorf, wo wir waren. Bei dem verschüttete, wo wir Abel hingefolgt sind. War es nicht derjenige, der sich nun ja mit Magie in die Luft gesprengt hat, der es trug? Stimmt. Ich würde Philo fragend angucken, weil er mir die damals gegeben hat. Ich fand das Amulett bei dem Mann, der als letztes kam und sich, wie ihr sagte, die Luft gesprengt hatte. Also schon ja, bei vor irgendein Bund, der gegen die Helden vorgeht, wie eine zweite Religion scheint es irgendwie. Vor seinem Tod hörte ich ihn, wenn ich mich recht entsinne, irgendwelche Phrasen, irgendetwas Religiöses rufen. Aber ich weiß nicht mehr, was er sagte. Hier ist das Symbol im Player-Chat, by the way. Ah, das hatten wir bis jetzt noch nicht. Nein. Kann ich irgendwie Intelligenzwurf oder so machen, ob ich mich wirklich daran erinnere, was der Typ, der sich in Luft gesprengt hat, gerufen hat? Kannst du machen. Eine 2. Du erinnerst dich halt. In dem Moment, wo du versuchst, dich zu erinnern, ist einfach nur dieses Bild zu prägnant, wie der sich einfach in die Luft sprengt, freiwillig. Und deshalb kommen dir nicht die Worte. Und in dem Moment schwenken auch meine Gedanken direkt wieder an den Leichenstapel, der von einem Kristall in die Luft gesprengt wurde. Und ich starre einfach nur so kurz vor mich hin, so. Holy shit. Ich weiß nicht, ob ich nah genug dran war, ob ich es gehört habe, so, aber der hat ziemlich geschrien eigentlich. Also ich meine, ich kann mich an einen Satz erinnern. Mhm. Tod den Helden. Glaube ich. Dann gebe ich dir auch die Kette, Nefertiri. Krass Loot, Ding. Zeigst du mit meiner Armbrust so, dass wir weitergehen sollen. Ich würde gerne noch probieren, wenn er mir die gibt, kann ich die fusen? How? Wie? Was hast du vor? So aneinander drücken oder wie meinst du das? Ja, so. Also, wenn ich das jetzt mit meinem magischen Auge angucke, ist das irgendwie unterschiedlich? Also so, als könnte man die zu einem Item verbinden oder so? Nee, tatsächlich nicht. Und da steht auch nichts jetzt dabei als Beschreibung. Keine Beschreibung, keine Info, gar nichts. Will ich mir beide einstecken. Okay. Also wie gesagt, aber die ist halt auf dem Boden, aber die ist halt noch tadellos. Ne? Die ist sie, war die in den Boden gedrückt oder lag die wirklich auf dem die Erdboden? Die lag auf dem Boden. Also wurde sie frisch verloren, gehe ich von aus. Genau, ja. Okay. Den Priamus haben wir keine Kette tragen sehen, oder? Oder nicht die in die Richtung? Einfach mal Loot. Ist euch sowas von nicht aufgefallen? Darauf habt ihr gar nicht geguckt. So ein bisschen, ach ne? Ja, also ich weiß es einfach nicht, meinst du, ne? Ja, genau, okay. Du weißt es nicht. Okay, dann begebt ihr euch dann, wie gesagt, ihr macht so einen etwas größeren Bogen um die Stadt. Ihr hört halt immer noch das Feuer und den Rauch aufsteigen und der Geruch, der sich da ein bisschen verbreitet. Ihr geht auch davon aus, dass wahrscheinlich am Morgengrauen von der Stadt nicht mehr viel übrig bleiben wird, außer die Ruinen selber und die Mauern und der Turm. Also auch, dass wahrscheinlich die meisten Leichen verbrennen werden.
Und so wandert ihr Richtung Bergkette. Es vergehen 2-3 Stunden. Ihr entdeckt auch jetzt irgendwie auch keine Spur. Ihr seid ein bisschen vorsichtig natürlich. Ihr entdeckt aber auch keine Spur von Zivilisation oder irgendwelchen Spuren von irgendwie Leuten, die da durchgegangen sind. Ihr müsst auch durch eine nicht bebaute Ebene. Ne? Also ihr geht halt wirklich gerade auf einer Steppe. Und schließlich merkt ihr nach 2-3 Stunden, dass Sophia kurz anhält. Und ihr seht jetzt halt, dass sie auch überall Schweißperlen mittlerweile hat. Und sie schlägt halt auch dann tatsächlich vor, eine kleine Rast zu machen, da ihr schon 2-3 Stunden gegangen seid. Und bevor man eventuell die Bergkette erreicht, dass man hier noch vielleicht einmal rastet. Sie hat provisorisch eine kleine Mahlzeit für jeden, hätte sie da. Und dass man sich noch einmal ausruht. Eventuell sogar eine Rast machen würde. Ja, finde ich gut. Finde ich auch. Apropos Rast, wollen wir auch Real Life eine kurze Pinkelpause machen? Das wäre das, was ich als nächstes sagen würde, weil ich muss auch mal kurz auf Toilette. Dann machen wir 5 Minuten Break und sage bis gleich.